Hallo und willkommen zu der Lebensgeschichte von unserem Wolfshund, genannt Dasha. Sie wurde im Kreise der Familie genauso großgezogen wie unsere zwei Buben. Da gab es keinen Unterschied. So, Hauptdarsteller ist Dasha und in der Nebenrolle kommt die freie Natur gut zur Geltung und auch unsere ganze Familie ist mit eingenommen. Ein wahrer Familienfilm von der kanadischen Westküste. Dasha war eine Kreuzung zwischen einem sibirischen Husky und einem kanadischen Wolf. Für den Tierarzt, welchen wir sehr früh in Anspruch nehmen mussten, er machte ein Röntgenbild und sagte, für mich ist es ein reiner Wolf. Sie hat den Knochenbau, das Skelett von einem Wolf. Der Name Dasha war eine Abkürzung von der russischen Prinzessin Natascha. Bevor wir die Entscheidung trafen, haben wir nachgeforscht, was uns bevorstehen könnte. Und zu unserer Überraschung stellten wir fest, es wäre ein guter Haushund ein guter Familienhund. Zwei Bedingungen muss man beachten. Das Großziehen soll im Kreise einer Familie geschehen, nicht alleine, und Gehorsam trainieren dauert zweimal so lang wie bei einem anderen Hund. Diese Bedingungen sprachen bei uns zu. Wir haben schon vorher andere Hunde großgezogen, mit gutem Resultat. Angefangen hat es mit Edmund und Dasha, Dieter und Tiger, die Katze. Sie ist aber bald verschwunden. Keine Ahnung, was passiert ist. In den nächsten 4 Minuten sind nur Stillbilder, weil im ersten Jahr hatten wir keine Videokamera. Also das Aufbringen von unserem Hund verlangt das Gleiche wie die Erziehung von unseren beiden Söhnen. Viel Liebe und Geduld, aber auch Strenge und Ordnung. Mit viel Freude und Spaß werden gute Erfahrungen gemacht. Das erste Schwimmen. Die Schrift verbleibt immer im Original Englisch. Zur Freude von Dasha, Dieter hat sich beim Fußballspielen das Bein gebrochen. Bevor ich vergesse, das Liebste für Dasha schon von allen Anfang an war Schnee und Wasser, Kinder und Schokolade. Bei dem Wort Schokolade hat der Tierarzt den Finger gehoben. No, no, no. Wir haben ihr kleine Leckerbisse gegeben, ohne Nachwirkungen, aber Schnee war die größte Freude. Der erste stolze Moment mit einem großen Knochen. Schon sehr frühzeitig hat sie die Hundenahrung verweigert und hat einfach verlangt, mit der ganzen Familie mitzuessen. Und wie schon erwähnt, Winter und Schnee war ihre Lieblingssaison. Und sie hat oft stundenlang im Schnee geschlafen, hat sich schön zusammengerollt, den buschigen Schwanz über Nase und Mund gelegt und das hat sie von Natur mitbekommen. Mir kommt gerade eine kleine Geschichte im Sinn, die ungefähr 2 Monate vor diesem Bild geschah. Wir spazierten in einen Park und trafen auf einen Kindergarten mit 2 Erwachsenen als Begleitung. Als die Kinder Dasha sahen, stürzten sie wie auf ein Kommando auf Dasha zu mit einem lauten Geschrei und Durcheinander. Dasha verblieb ganz ruhig, ließ sich alles gefallen, als wären die Kinder die reinste Wohltat. Alle Erwachsenen in der Umgebung blieben erstaunt stehen, wir auch, konnten nicht erklären, was da geschehen ist. Aber es ist ein paar Mal noch genauso geschehen, und eine alte Frau hat uns einmal gesagt, ich bin eine Naturheilerin und euer Hund hat mich angezogen wie ein Magnet. Noch nie habe ich das so stark gespürt. Es war gut zu wissen, dass wir uns wegen Kinder keine Sorgen machen müssen, denn sie war trainiert, ohne Leine mitzugehen. Hier, Dasha ist voll ausgewachsen und für ein Stück Schokolade
gibt sie mir einen Kuss. Ja, in dieser Hinsicht haben wir sie etwas verzogen, aber sie war es wert. An der linken Seite Randy, ihr bester Freund, sie haben täglich über eine Stunde zusammengespielt. Wenn wir im Garten Grabarbeiten hatten, war Dasha immer dabei. Es hat eine Weile gedauert, bis sie wusste, wo es erlaubt ist und wo nicht. So ungefähr im zweiten Lebensjahr haben wir ihren Drang fürs Graben arbeitsmäßig ausgenützt. Sie hat da mit Freude mitgemacht. Jetzt geht's in den Park zum Trainieren. Jo, bin nach Steirer. Und der Kinderspielplatz wird ausgenützt. Solange die Erziehung in beide Richtungen ging, konnte man ihr alles beibringen. Aber wenn das nicht der Fall war, konnte sie auch sehr stur sein. Wir haben sie oft bewundert, wie sie unsere menschlichen Gefühle abgelesen und verstanden hat. Über die Jahre hinaus haben wir gelernt, dass Tiere viel gescheiter und gefühlsreicher sein können, als wir annehmen. So, die Übungen gehen im Park weiter. Etwas später muss ich die englische Sprache oft beibehalten, damit ich die natürlichen Töne nicht verliere. Original ist alles auf einer Spur und ich kann es nicht trennen. So, ich versuche das Beste zu machen mit diesen Umständen. Dieter kommt vom Park zurück, aber die Übungen gehen mit Edmund im Hintergrund weiter, denn Dasha hat nie genug damit. Für ihr ist das alles eine Spielerei und da ist viel Spaß dabei. Aber bei der folgenden Geschichte ist uns der Spaß vergangen. An einen schönen Tag wie diesen wollten wir einen Lachsfisch in Freien braten. Der Fisch war gefroren und musste zuerst aufgetaut werden. Mama legte den Fisch in einer großen Schüssel und dann sind wir alle in den Garten gegangen, um Arbeiten zu verrichten. Eine Stunde später ging ich zurück, um nachzuschauen, wie weit das Auftauen war, aber ich konnte den Fisch nicht finden. Ich rief hinaus in den Garten: »Wo hast du den Lachs hingetan?« »In der großen Schüssel in der Küche«, kam die Antwort zurück. Die Schüssel war leer. »Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch?« Dann plötzlich ein Licht ging auf. »Tasha! Tasha, wo bist du? Komm her!« Sie war irgendwo versteckt und wir konnten sie nicht finden. Mehr als eine Stunde später kam sie mit großen Augen angeschlichen und hat um Verzeihung gebeten. Sie wusste ganz genau, das war sehr, sehr schlimm. Aber es ist ein Teil von der Erziehung gewesen. Jetzt begeben sich unsere zwei Söhne mit Dasha auf eine Wildernistour, wo sie 5 Tage gewandert sind. Ich lasse jetzt die englische Sprache hervorkommen. Außerdem ist der Film schon sehr, sehr alt, wie man bei den Jahreszahlen erkennen konnte. Not a problem. Oh, and there's Tasha. Scared. Yeah, right. There's Tasha. Whoa, there's Tasha. Yeah, look at that. Look at that. Your mushroom for you, Buffa. Yeah, lots of mushrooms. This is the trail going up. And there's Tasha. See, she's not on the leash. Haha, she's not on the leash. Okay, we're here at our campground. This is our nice, cozy, blazing fire here. Das war Dieter, der gesprochen hat, aber beide unsere Söhne sprechen gut Deutsch
mit einem steirischen Einschlag. Sie sind hier mit Dasha 5 Tage über Berg und Tal gewandert. Zurück zu Hause wird der Sommer am See ausgenützt. Oh, perfect, yeah. Run this thing down. Yeah, that's my flake. And that goes way up there. She was a strong swimmer, but preferred the shallow waters. Good girl. Okay. At least once a year we hike to Brandywine Falls. Wieder ein beliebtes Ausflugsziel für uns. Ein Wasserfall, wo das Land 70 Meter abgebrochen ist. Das Wasser fällt jetzt senkrecht ab. Hier machen wir im Schatten eine kleine Pause. Die ganze Wanderung dauert meistens 4 bis 5 Stunden. Attempting a hike to Singing Pass. Jetzt befinden wir uns auf einer bekannten Bergwanderung in der Stadt von Whistler. Okay, come on. Hey, 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 come back. This hike starts at Whistler to Russet Lake or Singing Pass. I'm guessing about 9 kilometers one way. Hin und zurück sind das 18 Kilometer. Chipmunk fishes. And a look back. We see that the clouds are lifting gradually. Hier in den höheren Regionen liegt noch Schnee und Dasha sucht jeden kleinen Fleck auf. Bis zum Endziel sind es noch 1 oder 2 Kilometer. Und dann legen wir eine längere Pause ein. As usual, she has to rub in the snow. And Dasha is drinking the water. Shaft of a gold mine. Not in use anymore. This is the end of our hike. I was right, 9 kilometers. Die Tafel vorher hat angezeigt, Russet Lake 9 Kilometer, das war unser Endziel. Und hin und zurück wäre das 18 Kilometer gewesen. Und hier sehen wir, was die Luftverschmutzung ausmacht. Dasha hat sich wie üblich im Schnee gerollt und war noch nie so schmutzig wie dieses Mal.
Beim nächsten Wasser haben wir sie gründlich gewaschen. Zeitmäßig ist es Mitte März und wir befinden uns auf dem Hausberg von Vancouver. Yes, mosquitoes are buzzing. Tasha got a good wash here. That bridge is collapsed due to heavy snowfall. Der Herbst ist für uns das beliebteste Urlaubsmonat. Im Augenblick befinden wir uns auf der Insel Vancouver an der Westküste der Pazifische Ozean. We threw the stick back into the water. I can't find it. This is what Tasha likes most. Pristine wilderness. Lots of exploring and lots of new things to see and smell and hear. Leider ist das einzige Bild vom Regenurwald, weil meine Kamera versagt hat, aber wir haben das später öfter nachgeholt. We are turning our attention to Alouette Lake, a place that we enjoy every summer. Wenn der Sommer anfängt, gibt es viel Freude im Wasser. Good girl. Good girl. Tasha especially likes every catch me if you can game. Yeah.
Good show. Now come back. Good girl. Die alljährliche Herbstverfärbung und dann ein Winter mit sehr, sehr viel Schneefall. We are not a backyard after the big snowstorm. Wie schon erwähnt, Winter war Taschas liebste Saison. Und dieses Jahr gab es sehr viel Schnee, um das auszunützen. Unser Hintergrund wurde ein winterlicher Spielplatz und Tascha konnte nie genug davon haben. She's looking for Ed to have some fun. Oh, she decided to come back out the same hole. Noch einmal ein sehnsüchtiger Blick an den Winter und dann bringen die Gänse die warme Jahreszeit aus dem Süden zurück. Today we explore Ling Valley. Camera was still on. Ein Beispiel von den Holzfällern in dieser Gegend, Durchmesser 2,6 Meter, Alter 659 Jahre. Das Schlägen ein Menschenleben zurück. Nice, beautiful. Okay, go. Showing off the cross and the tail. Then we visit the shores of the ocean. A little sandpaper. And Tascha will have a fun day. On the beach. Another flock takes off. There goes Tascha in the water. Wenn man genau beobachtet, wird man bemerken, dass das Ganze ein Spiel zwischen den Wasservögeln und Enten ist. Und Tascha macht da mit Freude mit.
Die Enten und Vögel fliegen nie weit weg, wollen Tascha immer nur ins tiefere Wasser locken. Tascha kann sich hier richtig ausleifen und zeigen, was sie kann. The ducks are saying, come and get me. No, Tascha knows about it. Der Reiher macht sich bereit zum Abflug. Ich komme einfach zu nahe ran und er wird gleich in der Luft sein. Now the heron takes off. First beautiful flight. We're having a little break, and of course Tascha is waiting patiently. That is my sandwich. Ich muss schnell machen eine Pause, sonst bekommt Tascha meine ganze Jause. Und ich komme hungrig nach Hause. One more time. Climbing a vantage point. Coming back. That's a good girl. Ein herrlicher Frühlingstag auf Mount Seema in der Nähe von Vancouver wird ausgenutzt für eine Bergwanderung. Zur großen Freude von Tascha. Of course, Tascha comes along and she just loves the snow. There she goes. Oh, beautiful. She can't get enough of the snow. That's her domain. She just loves it. Come, jump. No, I didn't want that. You better show me what you want. If you jump, I jump. Tascha. Okay, come here. Come. Up. Up. Jump. All right. Good girl. Good girl. All right. And off she goes back to Mama. Here comes Tascha with full steam. Aufpassen, was im Hintergrund passiert. Der Sprung ist etwas zu kurz. I came up a bit short. Das ist ein See, der noch dick eingefroren ist, aber weist schon einige Sprünge auf. Yes. This is what I like. It is my domain.
snow and water. It's her most favorite things. Nice cross on the tail. She doesn't dare going underneath. And a beautiful reflection. And lots of people snowshoeing. 5, 6 schools up here. Am Berg liegt noch viel Schnee, aber im Tal hat die Gartenarbeit bereits angefangen und Tascha lässt sich da nicht zurückhalten. She likes to be included in the workforce. But we have to tell her where it's allowed and where it is not. This is a perfect angle, throw dirt at me. Yummy grass, eh? Yummy grass. And that year, Randy came for daily visits to play with Tasha. I'm sure she's comfy. Yes, this is Mama's bedroom, and she is digging away and ripping the plants out. Oh yeah. The picture is not very good, but the way they play is simply joy. Randy, ein Nachbarhund, springt jeden Tag über den Zaun und spielt sich mit Tascha stundenlang. Die beiden verstehen sich einmalig. Es ist eine Freude, denen zuzuschauen. Und beide lernen voneinander. Passen auf, dass keiner verletzt wird. This is nice for a good tension release. Oh yeah, Natasha's got a pin for it. Volunteer. Yes, she just volunteered to go in the water. She's just having so much fun. There's Randy lying down and shaking off, and well, there goes the camera, but our precious little stick. So Randy satisfies himself with the grass. Who's stronger, the dog or Papa? I'll hold my vote with the dog. I would say we have roughly 2.5 minutes left. Bald ist der Sommer vorbei und zieht in den Herbst hinein. Good girl. Back to Mama. Thank you.
Good show. Good girl. Some wet fall pictures taken from our bedroom. Ein Bild durchs Fenster aufgenommen. Yes, it's raining. Und gleich folgt Tashas liebste Saison. Then a beautiful sunny day on Cypress Bowl. That is how I know you. Go on. A wind of wonderland unfolds before our eyes. Nicht nur für Tasha, auch für uns ist es eine Wunderlandschaft. Did you notice the snow level? Yeah, up to the roof. I'm standing on top of Mount Strachan, which is about 1,400 meters high, on a beautiful April day, looking down Howe Sound. Es ist Anfang April und hier oben wird ein freies Barbecue serviert. A free barbecue. Nachdem ich das freie Hamburger verzehrt habe, fahre ich den Berg runter mit der Kamera in der Hand und bin gespannt, was die Kamera alles sieht. Jetzt sind wir wieder zu Hause und schauen zurück auf die Berge rauf, wo wir Ski gelaufen sind, während in unserem Garten der Frühling ist eingezogen und die Blumen blühen herrlich. Was für einen großen Unterschied nur die Höhenlage macht. A hollow log and a nice photo op of Tasha. Again, a place we visit year after year, Manning Park. Rainbow Bridge from a different angle today. Up.
Wenn Dasha sieht eine Möglichkeit, was wegzuräumen, ist sie immer schnell dabei. Beautiful puddle. Green with moss. Oh. All right, she is really working today. Good girl. Admiring the view from a lookout point. By the time we're home, Randy is already waiting for Dasha to play. Wenn wir von unseren Ausflügen zurückkommen, ist meistens Randy schon in unserem Garten und wartet geduldig, damit er mit Dasha spielen kann. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. A foggy layer hangs over the Boardman Bridge. Up in the sky are actual eagles. Ein Halbtagesausflug rund um einen See. Okay, up. Oops. Bitte hilf mir! Excellent! Nice help! Dasha follows her instinct and goes on a mouse hunt. She hears the creatures running underground, but has never caught anything. Dasha folgt ihren Instinkt, aber hat nie gelernt, etwas wirklich zu fangen. So, wir lassen ihr die Freude, ist ein guter Auslauf. After Dasha's hunting technique came fast a blast of cold winter. We are in the Boundary Bay area and Mud Bay is actually covered by a sheet of ice. Das richtige Wetter für Dasha.
right kind of weather for Tasha. Edmund und Dasha haben Spaß. Beautiful. Not a snowball. Tasha is waiting for the next game that Edmund is coming up with. Good girl, all right. Our backyard is transformed in a snowy winter wonderland. Tasha watches intently as Edmund carries a heavy load of firewood into the house. Als Zusatzheizung haben wir einen großen Holzofen. A huge stump from a logged cedar tree, probably 70 years ago. The hollow remains of another one. We're on a hike on Seymour Mountain. Bei dieser Bergwanderung bekamen wir eine unerwartete Überraschung. Eine Skipatrouille kam angefahren und hat uns gefragt, was ist das für ein Hund? Andere Leute haben ausgesagt, sie haben einen wilden Wolf gesehen. So, die Patrouillenmänner haben sich vergewissert, dass keine Gefahr besteht. Es gibt da Löcher, die 5-6 Meter tief sind und Dasha ist sehr vorsichtig, dass sie nicht zu nahe rangeht. Eating the bark and the roots is pretty nutritious. She knows that by nature. It's slippery and icy, and Henriette has to be pretty careful. Tasha doesn't seem to have any obstacles at all.
Christmas on our street. This is our neighbor, and here is our house. Einige Weihnachtsbilder, und für Tascha haben wir ein besonderes Geschenk vorbereitet. Sie musste zuerst zuschauen, wie die Kinder ihre Geschenke aufmachten, und jetzt kann sie es tun. Ich glaube, sie hat gedacht, dass das Aufmachen das Wichtigste von der ganzen Angelegenheit ist. What kind of unwrapping is that? And finally you get your phone. In her mind, she must have translated the unwrapping as the most important part of Christmas. Well, that's what the kids did just a moment ago. From the inside back to the outside. Our neighbor dog is a bit jealous. Tascha besucht oft andere Wandergruppen und jetzt kommt sie gerade zurück. Meistens ist das nur, um sich gegenseitig zu begrüßen. Aber wenn die Leute nicht freundlich sind, geht es in weiten Bogen herum. Henriette hat hier noch einige Probleme mit den Schneeschuhen, aber eine halbe Stunde später geht es dann flott weiter. Das Alter macht sich bemerkbar bei den Spuren, die Tascha hinterlässt. Henriette hat sich mit den Schneeschuhen eingelaufen und das sieht schon viel, viel besser aus. It's raining snow. However, when you see these pictures, she's hiding her age pretty well. Now you can move, Tascha, if you want. This is the beginning of April, Easter weekend. Die Schneehöhe ist 5 bis 6 Meter hoch und Kinder rutschen vom Dach runter. Kids are enjoying themselves by sliding off roofs. Home again, and the next adventure is coming up.
Frühling im Jahr 2000. Dogwood, both white and red. In our travels, those conditions happen quite frequently. The ferry terminal, Horseshoe Bay, and what we're about to show you is not a pretty sight in the political history of British Columbia. Hier kommt ein Beispiel, wie unsere Regierung mit Steuergeldern umgeht und natürlich mit Begutachtung von hochbezahlten Experten. Diese supermoderne Fähre wurde teuer eingekauft, hat sich auf offenem Meer nicht bewährt und musste nach einem Jahr spottbillig hergegeben werden. Looking at another site, we are following the abandoned tracks of the Cattle Valley Railroad. That was more than 50 years ago, but the ships were less than five. For the taxpayers, the financial disaster was the same. With the tracks removed, it has become a recreational area. A very cloudy day, but a nice overlook over Osoyoos. An diesem regnerisch trüben Tag hat uns die Wanderung sehr müde gemacht. Bei der Weiterfahrt, 4 Stunden später, mussten wir über eine Passhöhe fahren. Und da wurden wir, zur Freude von Tascha, vom Schneefall überrascht. Othello Tunnels near Hope. This is still a part of the Cattle Valley Railroad, and we are homewards bound. 1934 waren hier Eisenbahnschienen, aber 20 Jahre später wurde alles wieder aufgelassen. Bridal Falls. Bei Sonnenschein und Schnee geht's immer rauf auf die Höhe. Gibt's immer Spaß und das ist klasse. Die große Schneelast hat viele Bäume waagrecht gemacht, aber noch mehr total abgebrochen. Es ist so warm, dass man in kurzer Hose gehen kann und Tascha ist mehr als happy. Ich kann das beim Trab sehen. Oh,
As you can see, it's so warm that I can be in shorts. Looking for Mama. A chipmunk looking at me. Die Blumen zeigen an, wir besuchen wieder einen von unseren beliebtesten Alpen- oder Bergpark. Das herrliche Panorama, die vielen Naturblumen und im Herbst kommen wir hierher, um Aufnahmen von Wildtieren zu machen. Anemone, the red flower Indian paintbrush, the blue one Lubens, and now glacier lily. Family of mallards. In her younger years, the ducks would have given Tasha instinctively a signal for hunt, but now she just looks at them and admires them just like I do. The same with the following ground squirrels. Zum Glück waren wir in unserem Camper, wenn dieser Regenguss kam. Aber kurz danach sind wir wieder draußen gewesen und haben fotografiert. Fireweed with all its fire. And busy bees. Don't bleib stehen.
eine wilde Kohlpflanze und dann folgt der farbenfrohe Herbst, wie jedes Jahr. Die Kamera liebt den Herbst. Meine Handarbeit. Then comes the long, harsh winter time, which the following pictures will prove not to be true. Everything has two faces, and here comes the good one. Virgin snow and spectacular scenery are a welcome break from, get this, weeks of rainfall in the valley. But Tasha is living proof there is happiness in snow. Es scheint, als ob sie schläft, aber die Ohren reagieren auf jeden Ton. Wenn die Augen weit offen sind, kann man in der Natur viele interessante Sachen entdecken. Die Stadt Vancouver ist zugedeckt mit einer dichten Nebelwolke. Jedoch am Berg oben hatten wir den ganzen Tag Sonnenschein. Aber zwei Tage später hat es im Tal stark geschneit. Die Fenster im Haus sind etwas eingefroren, aber es ist ein herrlich sonniger Tag und wir gehen wieder ins Freie. Tasha kann es da im Haus nicht aushalten. Hear the mice crawling underneath and is on the prowl.
She has never had a teacher for hunting, so this is just pure instinct. Tasha came up empty, but I've never seen a little bird eating a field mouse, a little vole. Ein kleiner Vogel hatte anscheinend noch ein kleineres Tier als Futter. There is quite a few animals out for prey. The blue heron and the upcoming bald eagle. Ein Weißkopfadler. Then all of a sudden it's springtime again. Und ganz plötzlich kommt der Frühling wieder ins Land. Canada goose family. Foolish adventure on a slippery log, but he gets away with it. Chilliwack Lake. Das Gelb im Wasser ist Samen von Bäumen. The deer looked at us as if it has never seen a human. He's quite startled. Tasha schaut auch ganz erstaunt hin. Nature is always changing, and I try to capture that variety
for nothing stays the same like a bleeding heart. Isn't it amazing when one can say, this is my garden, these are my flowers, these are my bees, or my dragonflies. But it also can represent a big problem. Like I mentioned before, everything has got two faces. Whoa! Wipeout. Not good. Beautiful. Während wir den Wassersport zugeschaut haben, hat Tascha sich im Gras ausgeruht. But the coming sunset was pretty impressive to us. Today we're taking a walk on the muddy side. Ein Spaziergang am Schlammufer des Meeres. That is salty water, not good. An open shell is an invitation for all predators, the sand dollar, blue heron again, there's another one beside it. Tascha prüft den Krebs mit einem Fuß, ist nicht beeindruckt und marschiert einfach weiter. So does the grab. Der im Hintergrund schwebende Berg ist in Wirklichkeit ein schlafender Vulkan und befindet sich gerade über die Grenze in der USA. It takes us to the Okanagan Valley, where we have a couple of hikes planned and also another foray on the Cattle Valley Railroad tracks. Blooming sagebrush, ponderosa pine,
Wie schon früh erwähnt, ist das wieder ein Teil der aufgelassenen Eisenbahnstrecke, die heutzutage als Tourismusattraktion ausgebaut wurde. Viele Leute benutzen es mit dem Fahrrad. Cost about five or six trestles. We are heading into some tunnels. At the time of building in 1934, the whole project was considered an engineering marvel. Tasha is very hesitant, she doesn't go alone. Fischen ist in British Columbia ein beliebter Freizeitsport und ich wollte es auch einmal versuchen. Wir sind zu einem See gefahren, der künstlich mit 40.000 Regenbogenforellen aufgestockt wurde und da wird ein jeder Erfolg haben. Aber ich habe nicht einen einzigen gesehen. Ich habe nur gelernt, wie man es nicht machen soll und auf was man aufpassen muss. So, wir haben nur die freie Natur genossen. It is pretty hot, over 40 degrees. Beaver Lake now. Tasha wanted to make friends with cows and rolled in their manure. Now we are trying to get rid of the smelly aroma. It's so cool. And this is the rinsing cycle. Zwei Grundregeln vom Fischen habe ich gelernt und die erste ist, wenn du siehst keinen anderen Fischen, du bist ganz alleine am See, dann sind keine Fische da, sie schlafen alle. Und zweitens, wenn du siehst, die Wasseroberfläche ist wie ein Spiegel, nichts rührt sich, dann sind wieder keine Fische da, sie schlafen alle. Now that's better. Beautiful. Auf der Heimreise von unserem Fischenabenteuer machten wir einen Abstecher in eine wüstenartige Gegend und verblieben dort 2 Tage. Dann wurde es uns einfach zu heiß und wir hatten noch mehrere Abstecher im Sinn. A 100-year-old church, built exclusively out of wood, still well-preserved and open to the public. At this point in time, Tasha is in her advanced senior years, her 12th year, and is much too proud to show the sign of aging, still enjoying life to the fullest, but with major handicaps coming up. Quite similar to our own conditions, and that means making adjustments.
and enjoy the last outburst of autumn from the Nicola Valley. Wie die vergangenen Bilder deutlich zeigen, ist die freie Natur unser Spielplatz, wo wir immer wieder was Neues entdecken können. Irgendwo habe ich einmal gelesen, die Natur kann ohne Menschen leben, aber der Mensch kann nicht ohne Natur leben. A motionless piloted woodpecker is keeping an eye on us. Am Fuße dieser interessanten, farbigen Felswand geht unser Wanderweg. A harmless little snake as we head to our campsite. Angenehm kühles Wasser an einem heißen Sommertag. A ringed plover. We are always on the lookout for wildlife. Here we catch a loon. Whether small or big, it doesn't count. It's what you see that matters. Wir hören die Warnungsrufe der Murmeltiere und versuchen sie zu entdecken. He looks like the leader of the colony. Though the cities start to crumble and the towers fall around us, the
sun is slowly fading, and it's colder than the sea. It is written from the desert to the mountains, they shall lead us by the hand. So marmots. Wegen der Naturschönheit haben wir diesen Park schon öfter besucht, aber an diesem Tag hatten wir eine Begegnung mit der Tierwelt. Ein Grizzly mit zwei Jungen ist uns auf dem gleichen Pfad begegnet, auf dem wir waren. Wir sind bis auf 20 Meter zusammengekommen, dann hat sich die Bärenmutter plötzlich abgedreht und ist einen steilen Hang runtergesprungen. Die zwei Jungen folgten gehorsam der Mutter. Wir schauten uns eine lange, lange Weile an, bis wir uns wieder rühren konnten. Was ist da geschehen? Du lieber Gott, da haben wir wieder mehr Glück wie Verstand gehabt. Oder die Bärenmutter wollte den Jungen zeigen, dass man Menschen immer ausweichen soll. Nach einer weiteren Pause kam plötzlich der Gedanke, lass diese Gelegenheit nicht vorbeigehen, nimm es auf Bild auf. Meine Kamera ist immer in Bereitschaft und wir haben schon viele, viele Wildtieraufnahmen gemacht. Aber dieses Mal war es total unerwartet und die Bärenmutter hatte alle Entscheidungen getroffen. Thank you very much. Nach dieser Begegnung haben wir unsere Schritte beschleunigt. Und 2,5 Stunden später sind wir todmüde bei unserem Campingplatz angekommen und haben uns alle ausgeruht. Eine halbe Stunde später haben wir den Vorfall beim Campingplatzwärter bekannt gegeben und der hat dann den Pfad abgesperrt. Some photo ops at Roger Pass. Stuffed white mountain goats and the spectacular Takaka waterfalls coming up. Zwei Tage später bei diesem Wasserfall begegnen wir einen Schwarzbär, aber dieses Mal total ohne Gefahr.
Emerald Lake in Yoho National Park. Henriette is getting curious looks because of Tasha and often is getting held up. Our luck is holding up with beautiful sunshine. Picture perfect. Our next campsite will be on the Alberta side of the Rockies. Tasha geht auf eine gemütliche Inspektionstour von dem neuen Campingplatz und dann warten wir alle, bis das Abendessen fertig ist. Das Wetter kann sich in den Bergen schnell verschlechtern. Es wurde sehr kalt und es hat sogar etwas geschneit. Dieser kleine See war das Endziel von unserer Wanderung. Es war sehr anstrengend, zu viel bergauf. Hohe Felswände im Hintergrund umzogen den See halbförmig. Ein wunderschönes Bild zum Anschauen. Beim Rückweg trafen wir auf einen interessanten Pfad. Tasche wusste zuerst nicht, für was die Bretter da waren. Ein Blick zurück und sie hat es schnell begriffen. Here she has strapped herself and needs some help to get out of it. A beautiful opening in the trees. One of the highest mountain passes and the most interesting geological formations I've ever seen. Eine höchst interessante geologische Gegend in den Rocky Mountains. Man kann deutlich sehen, wie das Gestein flüssig war. The first moose on our entire trip. Waterfall Lake.
Lake. Paito Lake. Today, in a foggy, misty light, but otherwise one of the most beautiful lakes in the whole of the Rockies. An elk on our campground. Um diese Zeit der Brunftzeit ist der Elk sehr gefährlich. Zum Abschluss von diesem Film haben wir Tascha mit der Gondelbahn auf einen hohen Berg mitgenommen, damit sie von oben noch einmal auf die Welt runterschauen kann, die sie so gern gehabt hat. Noch immer alles aufzunehmen und Freude mit der Umwelt zu haben. Auch wir genießen die Umwelt mit offenen Augen, denn wir wissen, einmal geht alles zu Ende. Ein Jahr später, fast 15 Jahre alt, ist Tascha friedlich eingeschlafen. Amor, sehen wir uns wieder. Thank you for watching. Goodbye, au revoir und auf Wiedersehen.